Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Herr der Ringe Lego Version. Wir sind hier unterwegs als der gute Frodo Beutlin und schauen jetzt mal, was jetzt hier so abgeht. Wir können auch rüber switchen zu Samwise Gamgee. Bin zwar jetzt noch Kartenstatuen, okay. Drücke F. Aha. Ah ja. Okay, also ich habe... Wir sind momentan in Hobbingen. Hier gibt es ganz viele komische Sachen. Was ist da? Ja, ich möchte erstmal so rumlatschen. Da, ich habe noch keinen Controller angeschlossen aktuell. Okay, Sam kann ein Feuer entzünden. Okay, wie gesagt, ich habe noch keinen Controller angeschlossen. Ich spiele immer noch mit Maus und Tastatur. Das liegt aber nur daran, dass ich es jetzt hier nochmal so probieren wollte. Ganz einfach, um mal zu sehen, wie es denn wirkt und was man hier so alles machen kann. Oh, ich bin... Oh Gott. Ja, man kann es mit der Maus überhaupt nicht steuern. Das ist ein bisschen... Ist ein bisschen doof. Aber ich habe keine Angel. Ja, okay. Okay, wir können also scheinbar so gut wie alles hier irgendwie kaputt hauen. Sogar die Pflanzen. Ja, das ist ja cool. Ich brauche Kohle auf jeden Fall. Kann ich den Baum kaputt hauen? Nee, das geht nicht. Natürlich nicht. Oh, hier ist auch ganz viel. Oh, oh nein, oh nein. Was zum... Hüpf doch jetzt. Jetzt. Okay. So. Jetzt haben wir's. Was ist das hier für ein Teil? Können wir bestimmt vorne draufhauen. Nee? Warum nicht? Vielleicht kann das der gute Samwise. Gamgee! Auch nicht. Okay. Ja, das Spiel lässt sich so ein bisschen alleine auch. Also... Ah. Spring doch! Das Spiel lässt sich so ein bisschen alleine auch. Also, so eine Minimap wäre vielleicht nicht verkehrt. Aber okay, hier ist schon mal ein Pfeil. Hier können wir irgendwas machen. Wir können Pflanzen anbauen. Ja, das ist ja schon mal schön, aber ich will ja hier irgendwelche anderen coolen Sachen machen. Wo kann ich denn Pflanzen anbauen? Hier? Tatsächlich. Zack. Echt jetzt? Das ist ja eine tolle Pflanze. Okay, also, wir müssen hier hoch. Da hoch. Oh, und da sind wir runtergefallen. So. So, ich klopp hier alles zusammen. Ich klopp hier alles zusammen. Okay, das sind so Geisterpunkte irgendwie so. Die bringen uns nichts, aber ich glaube, die sollen uns einen Weg auch leiten. Hier durch Mittelerde. Okay, man kann ja echt alles zerkloppen irgendwie. Finde ich irgendwie cool. Selbst aus den Blumen fällt hier Kohle raus. Und das aber auch nicht zu knapp, ne? Also, das ist eigentlich auch ganz, ganz gut verteilt. Die Frage ist halt, für was brauchen wir das? Was ist denn mit ihm hier eigentlich?
Ach so, mit der Schaufel können wir natürlich gleich alles umhauen. Nee, können wir nicht. Ich hau ja alles kaputt, ist mir egal. Ich hau ja alles kaputt. So, dann schauen wir mal, wo uns das Spiel hinführt. Das sieht ja schon mal gut aus. So, ich hau ja alles zusammen, ist mir völlig egal. Alles hau ich kaputt. So, prinzipiell sollten wir jetzt eigentlich irgendwann mal auf den guten Gandalf treffen. Hier ist noch ein Pfeil. Jawohl, denken wir kloppen hier alles. Ich kloppe hier alles zusammen, ist mir egal. Alles wird hier zusammengekloppt. Oh, das geht nicht. Schade. Kann ich hier noch rein? Kann ich hier was zusammenkloppen? Nein. Hier. Jawohl. So, was ist das hier? Das kloppen wir auch kaputt. Hehehe. Da ist ein Pfeil. Hallo? Ah, es passiert etwas. Frodo! Mary, es ist Frodo Beutlin! Frodo! Es ist Frodo Beutlin! So, warum sprechen diese Menschen nicht? Guck mal, das Schwein bellt! das war knapp. Ich glaube, ich habe mir irgendwas gebrochen. Pippin und Mary, ihr seid auch da, okay? Ein Nazgul. Also irgendwie müssen wir jetzt hier noch was umstellen. Das gibt's ja gar nicht, dass jetzt hier, dass sie hier nicht reden. Okay, der Nazgul sieht ganz schön, sieht ein bisschen aus wie Darth Vader. Und wir sind hier in ein kleines Abenteuer gestolpert. Wo ich zwar nicht ganz so... So, Leute, ich muss jetzt hier erstmal hier, so. So. Untertitel an. Musik, ja. Lautstärke, ja. Ja, verstehe ich nicht, warum die hier nicht reden. Das verstehe ich zwar nicht, aber das muss ich wohl auch nicht verstehen. Erstmal kloppen wir hier noch das Zeug raus. Also wenn wir da einmal einer Erfahrung mit diesem Spiel hier hat, dann funkt mal bitte durch. Schreibt es unten rein von mir aus. Um mir zu sagen, wie wir denn jetzt hier, den Ton herkriegen auch, ne? Ihr habt es gerade gesehen, auch in den, Einstellungen, in den Optionen, gibt es auch nichts, wo man den Ton jetzt hier einschalten könnte. Na du kleiner Nazgul. So, was ist das hier? Okay, Sam. Okay. Ja, was haben wir denn da losgebracht? Da hat der kleine Nazgul Angst, ne? Ups, jetzt habe ich den Sam gehauen. Ah, okay, ich kann jetzt hier noch Pippin, Mary spielen und... Okay. Ja, es wäre irgendwie wesentlich cooler...
Warum kann ich das Gold nicht mitnehmen da? Zack. Wenn ich hier auch in den Videos was hören würde. Ah, geh weg, ich drück F, ich drück F, ich drück F. Okay, weich den Blicken aus. Wir können hier echt alles zerkloppen, ne? Cool. So, was ist jetzt mit ihm? Ich brauche Kohlen, Leute. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber irgendwofür werden wir sie schon brauchen können. So, du kleiner Nazgul. Wir kriechen in den Tunnel, der komischerweise mitten in dem Baum drin ist. Okay, das heißt, wir hangeln uns jetzt... Ach nein, ich wollte doch... Okay. Wenn F blinkt, muss man nicht immer F drücken. Jetzt müssen wir F drücken. Okay. So. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Ja, und jetzt? Achso, jetzt können wir wieder runtergehen. Okay. Dann machen wir das doch. Welch Zufall, dass gerade hier, wo der Nazgul steht, auch diese... dieser Tunnel hier in diesem Teil ist. Ja, okay, das ist zu hart. Da brauchen wir den Sunbeiß. Wie, was, was? Wie, was? Warum denn nicht? Ach, komm schon. Dann will ich wenigstens die Kohle haben. Und hier will ich Kohle haben. Nein, nicht da. Da. Zack. So. Das will ich haben. Immer her damit. F drücken, um zu pflanzen. Ja, habe ich doch. Ach so, jetzt. So, der Nazgul erschrickt sich jetzt aber nicht vor unserer Blume, ne? Ah, ja. Okay. Da ist er. Die Zeit drängt. Und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und er sucht mich um Rat. Saruman. Warum ist das Pferd umgefallen? Boah, Leute, ohne Witz. Warum geht denn dieser Ton nicht? Direkt vor meiner Nase. Sauron scharrt alles Böse um sich. Du weißt das? Woher? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ein Palantir ist ein gefährliches Werkzeug. Saruman. Die Zeit verrinnt schneller als du denkst. Saurons Streitmacht ist bereits unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo. Wir müssen uns auf Saurons Seite stellen. Seit wann gibt Saruman der weise Wahnsinn Vorzug vor Vernunft? Oh, was? Ich drück! Oh mein Gott! Darauf war ich nicht vorbereitet. Was soll ich tun? Ach, hier bin ich doch. Wow. Oh. Okay. Oh nein, nein, jetzt macht er das gleiche mit uns. Hör auf damit!
Hahaha, du Anfänger! Geh weg! Ich mag dich nicht, geh weg! Du schießt mit Feuer auf mich! Okay, also die Kamera ist ein bisschen Arschloch. Ah, jetzt muss man wieder auf Enter einhacken wie ein Bekloppter. Okay, ich drücke auf Enter, ich drücke auf Enter. Meine Enter-Taste fällt schon auseinander. Wichtig ist, dass hier die absolute epische Musik läuft. Aber im Video höre ich nichts. Na, das ist wichtig. Nein! Wir wurden besiegt. Ach nein, wurden wir nicht. Oh Mann. Er ist aber auch ein kleiner Idiot, ne? Okay, das war cool. Ich habe dir die Möglichkeit geboten, mir freiwillig zu helfen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Du entscheidest dich nun für den Schmerz! Und da werden wir verbannt. Auf die Spitze des Turms. So, ich muss hier immer noch lustig F drücken. Speichern? Ja, das machen wir. Und mit diesem Speicherpunkt sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal kriege ich es gebacken, dass wir in den Zwischensequenzen auch mal Ton haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.